Mahlzeit, ihr lieben Kolossjäger. Herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus auf der PlayStation 2. Koloss Nummer 8 steht auf dem Speiseplan, das heißt Halbzeit, wenn wir den fertig haben. Und der wird ein bisschen schwierig. Auf der PlayStation 4 hatte ich ja das Problem, dass ich überhaupt den Weg zu ihm erstmal gar nicht gefunden habe, weil er ja in so einem, ich sag mal Gondolin dazu, er ist in so einem komischen Tal umgeben von Felsen. Halt wirklich wie Gondolin im Silmarillion. Und das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich denke, den Eingang sollte ich wohl wiederfinden. Aber der Gegner an sich ist halt auch nicht so wirklich einfach. Aber gut, ich weiß jetzt, wie er funktioniert. Also von daher, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich glaube, das hier ist sogar schon der Eingang. Ich wäre direkt drauf zugekommen. Das ist so fassbar. Das ist so fassbar. Ich bin zweimal bin ich um dieses Tal rumgerannt. Das ist jetzt echt peinlich. Na, komm schon. So, wo muss ich denn hin? Muss ich nicht da drüben hin? Ist natürlich kein Licht hier. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich hier überhaupt richtig bin. So ein Riesenturm? Ja, doch, klar, stimmt schon. Ich muss aber außen lang gehen. Genau, da musste ich hoch. Richtig. So war das. Genau so war das. Nein, komm her. Ja. Hier sind wir richtig. Der wird jetzt deswegen auch so tricky, weil man halt den Bogen auch braucht. Und das Zielen hier auf der PlayStation 2, das ist nicht unbedingt so einfach. Also erstmal geht es ein Stück nach unten, denn hier oben
bringt mir das gar nichts. Ich muss halt wirklich relativ schnell dann auch bei ihm sein, das habe ich gelernt. Entschuldigung, ihr wisst ja, Husten und so. Also, das heißt, hier muss ich am Ende runter, das heißt, von einem weiter oben müsste ich vielleicht auf ihn schießen. Ja, da ist er doch schon pissig. Na komm schon. Komm noch mal. Sehr gut. Drei Schläge gelandet beim ersten Mal. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ja, ich glaube, wenn man erstmal weiß, wie er funktioniert, dann ist er auch gar nicht so schwer. Das hat halt wirklich gedauert beim ersten Mal, bis ich das gerafft habe, was ich eigentlich machen muss bei ihm. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Au! Wow! Steh auf! Er klettert aber auch nicht hoch, wenn ich hier unten bleibe, ne? Denke nicht. Weil jedes Mal das Runterspringen, das verbraucht mir natürlich auch so ein bisschen Gesundheit. Vielleicht kann ich ihn hochklettern lassen und dann schon mal nach unten gehen und ihn von unten beschießen. Wo zielst du hin?
Ah, Mann, ziel auf das blöde Tier. Nicht auf die Wand. Verdammte Hacke. Na, jetzt springt er wieder runter. Die Leute. Wie gesagt, das Zielen ist halt auch so ein bisschen schwierig hier. Ah, geht. Na komm! Bitte! Das ist wertvolle Zeit, die du hier verschwendest. Komm, noch einmal. Boah, ich seh nix. Na, ja, das geht doch. Fertig. Hat er denn drei Stellen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich meine, die sind beide, glaube ich, jetzt durch, aber er hat noch HP. Da muss ich aber gleich mal schauen. Normalerweise hat er ja am Kopf auch noch was, aber da bin ich mir bei ihm jetzt gar nicht so sicher. Na komm, kletter. Es kann sein, ich habe gerade den Gedanken, wenn man jetzt wirklich nach ganz oben geht und er klettert halt wirklich bis ganz oben und schießt ihn dann runter. Vielleicht bleibt er dann länger auf dem Boden liegen. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber das wäre gerade mal mein Gedanke. Dann hätte man halt mehr Zeit zum Schlagen. Man müsste halt nur gucken, dass man dann schnell wieder runterkommt. Ne? Ich denke mal, nicht ohne Grund wird das Ding hier so viele Etagen haben. Aber ich meine, das ist jetzt auch egal. Ich habe ihn jetzt eh fast tot, also ich werde das jetzt nicht mehr ausprobieren. Aber wäre mal interessant zu wissen, auf jeden Fall.
Ist denn hier jetzt noch was oder nicht? Ja, sicher ist hier noch was. Da liegt er doch im Dreck. Sauber. Schön runtergeslidet. So Leute, es ist Halbzeit. 8 von 16 Kolosse sind tot. Danke euch fürs Zuschauen. Im nächsten Teil gibt es dann Koloss Nummer 9. Bis dahin, adios.